Hallo und herzlich willkommen zur Barbecue Schwabe. Heute mache ich diesen Serviettenknödel und wie du das Ganze nachmachen kannst, zeige ich dir jetzt. Viel Spaß dabei! Das sind die Zutaten für die Knödel, Wecken vom Vortag. Ich habe jetzt noch ein bisschen Brot, weil ich keine drei Wecken hatte. Eier, dann brauchen wir ein bisschen Butter. Eine Zwiebel, frische Petersilie und Milch. Als erstes schneide ich die Wecken und das Brot klein. Anschließend schneide ich die Zwiebel in kleine Würfel. Dann nehme ich mir ein bisschen Butter, gebe die Butter in den Topf, löse sie auf und da gebe ich dann die Zwiebelwürfel rein. Die Zwiebeln dann anschwitzen, bis sie glasig sind. In der Zeit, wo die Zwiebeln andünsten, hacke ich die Petersilie. Wenn die Zwiebeln glasig sind und leicht Farbe haben, dann gebe ich die Petersilie dazu. Und dann gebe ich schnell die Milch noch dazu. Ich rühre das Ganze einmal um und lasse es aufkochen. Wenn die Milch aufgekocht hat, gebe ich die Wecken in eine Schüssel, nehme die Milch runter und schütze sie drüber. Dann mische ich das Ganze einmal gut durch, gebe die Eier dazu, mische das Ganze wieder unter. Wenn das Ganze gut durchgemischt ist, dann nehme ich mir ein Handtuch, lege das drüber und lasse das Ganze 15 Minuten stehen und einweichen. So sieht das Ganze dann nach 15 Minuten aus. Ich habe in der Zeit schon mal meinen Pelletgrill auf 140 Grad vorgeheizt. Das Ganze nochmal durchmengen. Dann nehme ich mir ein großes Stück Alufolie, roll das auf mein Brett aus, nehme mir die Butter, bestreiche die Innenseite mit Butter. Dann nehme ich die Knödelmasse, mache sie da drauf, versuchen, dass es recht gleichmäßig verteilt ist, weil sonst haben wir später an einer Seite ist es dann dicker, an der anderen dünner. Dann schlage ich die Alufolie ein, die andere dagegen, drücke das hier zusammen und drehe das hier auf. Auf der anderen Seite das gleiche. Dann schauen, dass ein bisschen Spannung auf der Folie ist. Und so kommt das Ganze jetzt auf den Grill. Nach 60 Minuten checke ich erstmal die Kerntemperatur. Die sollte bei mindestens 72 Grad liegen. Ich bin jetzt hier fast 90, 88 Grad. Das ist auf jeden Fall gut. Jetzt nehme ich das Ganze raus. Dann packe ich das Ganze mal aus und dann schauen wir uns das Ergebnis an.
Man sieht hier, das ist noch super fluffig, perfekt wie es sein soll. Man könnte das Ganze jetzt auch noch runterschneiden und dann die Scheiben wieder angrillen. Danke fürs Zuschauen, viel Spaß beim Nachmachen, abonniere den Kanal, bis zum nächsten Mal.